wie man sehen kann, bin ich in Stimmung. Wir haben heute die krasseste Silvesterparty geplant. Das ist richtig krank. Lea kommt aus Rheine her. Ich habe eine riesige Halle gemietet. Wir machen eine eigene Party. Ach du heilige Scheiße. Aber jedes Jahr, also jedes Silvester, will ich irgendwas Wildes essen. Und dieses Jahr machen wir kein Raclette, sondern wir werden Sachen frittieren. Und ich habe wirklich leckere Sachen hier für die Frittierung hierbei gemacht. Wir werden noch Helgern frittieren, das wird sehr wild. Wir werden den Hund frittieren. Ja. Okay, wollen wir mit dem ekligsten anfangen? Helgern. Oh, ich weiß ja nicht, Bro, ob das lecker wird, ne? Das mit schwarzem Bild wäre gerade ganz gefährlich gekommen. Oh, nochmal rein hier. Ich gebe Hassi jetzt auch schon richtig. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Okay. Oh, wie unspektakulär. Das sieht immer richtig. Wow. Sieht ja richtig geil aus. Das sieht aus wie so Chicken-Dings, ne? Irgendwie sieht es echt nicht so schlecht aus. Ey, wie lang? Ich fand's echt gar nicht mal so schlecht. Deswegen geht es auf gar keinen Fall jetzt in den Müll. Bestens Verschwender, ich zeig dich an. Jetzt machen wir was aber wirklich gut ist, und zwar ein Burger, Cheeseburger, den werden wir jetzt frittieren. In der Werbung sieht immer so ultra lecker aus, guck mal. So sieht die echt aus, was ist das für eine Eieiei. Jo, nein, er schwebt, er schwebt. Was machen wir? Junge, das wird krass. Und das ist das beste Silvesteressen ever. Ich glaube, danach wirst du an meinen Herzinfarkt sterben. Du kannst es da nicht über... Oh, Junge, wie das aussieht. Okay, warte, erstmal den Knuspercheck. Hat's auf jeden Fall. Schönes Haar ist auch noch drin. Lecker. Nicht so lecker. Oha. Oha. Er schmeckt halt nur noch fett. Ja, kann ich empfehlen. Ist geil. Wir machen hier nebenher aus dem gerade richtige Scheiße. Guck mal, das sind alles Helgams. Das ist so ein weirdes Silvester. Das nächste ist sehr wild, und zwar Burgerkäse. Und das ganze Ding hier werden wir reinmachen. Ich habe auf TikTok gesehen, das sah ultra geil aus. Warte, ich muss einfach so einfach reinbeißen jetzt. Das wird eine kranke Scheiße. Oh mein Gott! Junge! Oh Gott, oh Gott, was haben wir getan? Was wird das? Oh, das geht so geil, Digga! Okay, jetzt wird langsam zu gefährlich, wenn wir den rausholen. Das ist fest. Alter. Es ist nicht so geil zerfallen wie bei ihm. Boah, Bro, muss ich jetzt echt reinbeißen? Ja. Bro. Ich werde heute Durchfall haben mit dem Silvester. Mein Silvester wird auch, wenn ich auf den Pott verbringen können. Wow, das ist auch nicht lecker. Sven pennt mal wieder bis 18 Uhr. Ich würde sagen, wir geben ihm mal kurz was zu essen. Willst du sowas Leckeres haben? Machen wir A. Schönes Frühstück. Schönes Frühstück, oder? Gute Nacht dir, Bro. Wir kommen gleich nochmal mit das Leckeren vorbei. Sven verschläft einfach Silvester. Und jetzt die Sache, auf die ihr alle gewartet habt. Wir werden jetzt Helgam frittieren. Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Wir haben die schon vorbereitet, und zwar haben wir die einmal in den Ofen getan. Wenn ihr schon immer mal wissen wollt, wie gebratene Helgam aussehen, so sehen die aus. Daraus machen wir jetzt eine Masse, und die werden wir dann frittieren. Wir haben jetzt hier den größten Helgam. Aus diesen Helgam ist entstanden. Panierter Kaugummi. Das wird bestimmt mega sein. Das ist, was wir machen. Wir sagen Sven, das ist ein Chicken McNugget. Das ist so asozial. Und Helgam frittiert. Sven wird sich freuen. Okay, unser frittierter Helgam ist fertig. Sven, du kriegst 20 Euro von mir, wenn du das richtig errätst. Aber einen schönen fetten Biss nehmen. Was ist eigentlich die Mission, dass ich hier so gut bekocht werde? Ja, du bist richtig gut bekocht. Du hast nur einen Biss, deswegen nimm einen großen Biss. Nimm einen richtig großen Biss. Du hast noch 5 Sekunden. Ketchup, was gib mir noch so Ketchup? Nicht? Nicht runterschlucken, nein, nein. Warum? Warum am Schluck einfach nicht runter? Einfach nicht. Warum? Weil Traubeeren am Schluck sind. Das ist einfach nicht. Frittierte Marmelade. Das waren so 20 Euro. Was für Marmelade? Warte, das wird scharf. Was? Hey, komm, frittiert. Richtig! Ich habe mir eine riesige Halle gemietet, denn wir machen eine fette Party. Es ist Silvester, aber nicht nur das, wir haben noch was anderes zu feiern, denn Helgam feiert 4 Millionen Verkäufe. Wir haben dieses Jahr 1000 Helgam verkauft. Nein, wir haben dieses Jahr 100.000 Helgam verkauft. Was? Wir haben dieses Jahr 1 Million Helgam verkauft. Das reicht nicht. Das sind über 4 Millionen Helgam. Und so viel haben wir dieses Jahr verkauft. Es ist absolut geisteskrank. Aber es wird noch mehr. So sind über 120 Millionen einzelne Helgam aus. Und das Kranke ist, diese 120 Millionen Helgam wurden verkauft. Und zwar dieses Jahr. 4 Millionen Dosen, 120 Millionen Helgam. In Zahlen sind das über 200.000 Tonnen. Das ist absolut krank. Wir haben 4 Millionen Helgam dieses Jahr verkauft. Das ist absolut krank. Und deswegen müssen wir eine fette Helgam-Party schneißen. Wir haben das alles sehr spontan geplant. Wir haben noch 4 Stunden Zeit. In 4 Stunden geht die Party los. Wir haben das alles erst vor 3 Tagen geplant. Das ist alles super krank spontan. Leute, wirklich, also wir müssen hier wirklich noch einiges machen. Das ist hier noch nicht cool. Wir sind so
Bilder. Das muss alles hier noch rausgeräumt werden. Man merkt halt, dass es eine Lagerhalle ist und kein richtiger Club oder so. Also das Einzige, was so ein bisschen cool aussieht schon, ist hier der... Die ist eigentlich schon ganz cool. Vor allem haben wir hier noch so... Oh yeah, Baby. Geil. Das wird eine richtige offizielle Hager-Party natürlich werden. Aber es ist wirklich noch viel zu tun. Einiges zu tun. Das Ding hier, das ist einfach so ein Vorhang. So ein Weihnachtsvorhang. Das Ding hat einfach 60 Euro gekostet. Das macht sowas her. Wenn ich die ganze Müll draußen stehen würde, würde ich denken, das wird richtig geil. Meint ihr eigentlich, wir haben ein paar Getränke gekauft und ein bisschen übertrieben? 700 Bierflaschen. So sehen 2000 Euro an Getränken aus. Wasser. Russisches Wasser. Alter, ich bin echt gespannt, dass es 500 Leute auf seiner Gästeliste, ne? Junge, Junge. Wer will denn hier sein? Also wir müssen das hier noch einiges verschönern. Also haben wir Vollgas gegeben. In unter 2 Stunden sollten schon die ersten Gäste kommen. Das sah noch komplett scheiße aus. Wir haben es geschafft, den Raum zu so einem coolen Raum zu machen. Wir haben den Eingangsbereich zu diesem Eingangsbereich verwandelt mit 2 kostenlosen Hager-Aufstellern, die man sich kostenlos nehmen durfte. Außerdem kamen natürlich kostenlose Drinks. Draußen haben wir so richtig fettes Bild projizieren lassen und der Club wurde auch richtig cool. Oh yeah! Der Raum ist aber richtig geil geworden. Ja, ich glaube, es kann ganz geil werden. Feuer brennt, Freunde. Es kann losgehen. Wir wissen nicht. Kommen 100 Leute, kommen 200 Leute, kommen 600 Leute. Wir haben keine Ahnung. Was wir wissen ist, dass wir keine Security haben. Und die ersten Gäste ließen auch nicht auf mich warten. Mit Johannes als Türsteher war das natürlich perfekt gesichert. Security! Einmal rausschmeißen, hier, hier, hier. Oder was? Zum Glück gab es keine Security. Hey, Gab! Silvesterparty 2024, jetzt kann losgehen. Die ersten Leute trudelten langsam ein. So langsam läuft's, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und da wussten wir noch nicht, wie viele Leute überhaupt noch kommen werden. Let's go! So, wer ist auch angekommen? Hallo! Ich hab's jetzt gezwungen, Stockbrot zu machen. Ich will das Brot nicht. Das Brot. Kians Mutter stand 14 Stunden in der Küche dafür. Das muss jetzt jemand machen. Niemand macht das. Das muss jemand machen. So, was hältst du vom Stockbrot her? Super tolle Idee. Ja, es wurden immer mehr Leute. Der Hagerstand wurde geplündert und die Getränke mussten im Minutentakt nachgefüllt werden. Das war absolut geisteskrank. Und ich war die ganze Zeit am DJ-Pult und hab gar nicht gecheckt, dass einfach gleich Neujahr war. Und dann hab ich gesagt, Alter Leute, alle raus, ins Neujahr. Feuerwerk, Feuerwerk. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie viele Leute eigentlich da waren. 3, 2, 1. Frag mich nicht, wie wir es geschafft haben, 400 Leute an diese Lagerhalle zu bekommen. Das ist absolut geisteskrank. Wir haben es wieder komplett durchgedreht. Das Feuerwerk ist auch etwas eskaliert, aber es war auf jeden Fall alles noch im Rahmen. Wir sogar den Sicherheitsbeauftragten hatten, ist alles schief gegangen. Naja. Es gab nur einen Fail mit dem Kameramann. Das ist wirklich das beste Beispiel, dass man aufpassen sollte mit Silvesterfeuerwerk. Passt auf jeden Fall auf, macht es nicht zu Hause nach. Obwohl da wirklich Profis am Werk waren. Die Rakete wurde ja scheinbar irgendwie zu fest dran festgebunden und unten am Boden explodiert. What the fuck, zum Glück ist nichts passiert. Passt auf jeden Fall auf mit Silvesterfeuerwerk, macht es auf gar keinen Fall nach. Es ist wirklich arschgefährlich. Alles für den Content. Aber dann ging die Eskalation erst richtig los. Es sind nämlich immer mehr Leute gekommen, dass wir irgendwann Leute nicht mehr reinlassen konnten. Wir waren alle komplett überfordert, muss man dazu sagen. Yeah! Yeah! Nächstes Mal müssen wir auf jeden Fall irgendwie da Securities besorgen, aber es war richtig geil. Aber das Schlimmste stand uns noch vor. Der Tag danach. Ach du... fucking heilige Scheiße. Ich hab's mir nicht ansatzweise so schlimm vorgestellt, ne? Ich hab's mir nicht ansatzweise so schlimm vorgestellt. Was ist hier passiert? Was ist das denn? Da hat jemand rangesprayt. Oh. Alles klebt. Blonde Chai, illegaler Rave. Wenn du gerade wach bist und dann riecht so ein fettes Teil da.